Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Verkehrsinteressierte. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinarangebot Einfache Fahrkarten in ganz Bayern digital mit einem Klick. Ich denke, das ist heute wieder ein sehr interessantes Thema in unserer Webinarreihe, dem vorletzten Webinar, das wir anbieten vor der Sommerpause, weil ich glaube, in der Sommerpause, da sitzt man dann doch eher im Biergarten oder am Badesee und weniger vom Computer beim Webinar. Wir werden im Herbst selbstverständlich wieder weitermachen, aber heute sind wir das vorletzte Mal in der Runde beieinander. Ich freue mich sehr, dass wir wieder sehr, sehr viel Interesse gefunden haben mit unserem Thema heute. Wir haben wieder über 100 Anmeldungen. Noch sind nicht alle da. Alle sind sowieso nie da, weil vielen was dazwischen kommt oder man sich auch anmeldet, weil man weiß, dass es, das sei allen hiermit gleich einmal gesagt, weil man hinterher einen Link bekommt mit einer Aufzeichnung und den gezeigten Präsentationen. Natürlich jetzt nicht sofort danach, aber dann in den nächsten Tagen, wenn wir dazu gekommen sind, das aufzubereiten. Heute ist schon Donnerstag, also das denke ich mal, kann auch nächste Woche werden, aber Sie werden das alle bekommen. Und deswegen melden sich dann auch viele an, die am Thema interessiert sind. Und wissen, dass sie nicht dabei sein können. Ja, ich überbrücke noch ein, zwei Minuten mit der Begrüßung und erzähle ein bisschen, wer so alles im Auditorium ist, sich also angemeldet hat und mehr oder weniger unter uns ist. Zum einen haben wir sehr viele Verbände, die sich heute angemeldet haben aus dem Verkehrsbereich. Ich fange mal bei A an, wieder ADFC mit der Vorsitzenden Bernadette Felsch. Zum anderen ist aber auch da der Münchner Verkehrsverbund mit dem Geschäftsführer Herr Rosenbusch. Hallo Herr Rosenbusch, wir waren vorher noch bei der 50-Jahr-Feier des MVV. Ich weiß nicht, ob Sie tatsächlich in der Runde sind, zugange sind mit den Gästen, die vorher bei Ihnen waren. Eine sehr schöne, gelungene Veranstaltung. Ansonsten aber auch der Landshuter Verkehrsverbund ist anwesend, Pro Bahn, mehrere Verkehrsunternehmen, wie Agilis, Go Ahead ist auch da sogar mit dem CEO, Herrn Fabian Amini, Bayerische Eisenbahngesellschaft ist vertreten, der Privatbahnverband MOFIR, mehrere Universitäten, zum Teil auch mit Professoren oder Mitarbeitenden, Verwaltungen, kommunale Verwaltungen sind unter uns, der Verband der Bayerischen Wirtschaft, die Stadtwerke München. Und sicherlich habe ich einige vergessen, aber eine kleine Initiative möchte ich noch hervorheben, wie schon bei anderen Webinaren auch, weil ich da selber auch ein bisschen versuche, ein klein wenig mitzuhelfen. Das ist die Initiative Bahn zum Berg, da ich selber gerne mit Öffis zum Wandern gehe. Hier ist das ein Portal, das mich sehr freut, wo Touren vorgestellt werden, die nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also die rein mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Herzlich willkommen auch Nikolaus Vogel, der das Ganze für Bayern organisiert. So, jetzt aber genug der Vorrede. Jetzt steigen wir unmittelbar ein. Ich begrüße sehr herzlich zu unserem Webinar Einfache Fahrkarte digital mit einem Klick unsere beiden Referentinnen des heutigen Abends. Zum einen die Frau Cornelia Hock. Sie ist die Leiterin der Abteilung Mobilitätsdienstleistungen, Marketing und Vertrieb bei der WVV GmbH, also aus Würzburg. Hallo nach Würzburg, Frau Hock. Und zum anderen Helena Köfler, die das Business Development Managerin ist bei der Firma Fertig, die ihr Angebot und Umsetzung in Würzburg heute im Mittelpunkt unseres Abends steht, sozusagen als Fallbeispiel. Frau Köfler wird beginnen und gerne jetzt. Hiermit haben Sie das Wort. Vielen Dank. Dankeschön. Ich glaube, die Frau Schuster-Brand, es gibt gerade noch die Folien frei. Perfekt, genau. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Da können wir gleich schon auf die nächste Folie starten. Wahrscheinlich kennen Sie das alle. Sie stehen am Ticketautomaten, sind vielleicht sogar in einer fremden Stadt und müssen sich dann entweder durch so einen Wabenplan rechts unten kämpfen oder brauchen Kleingeld für den Busfahrer. Und da bleibt dann wirklich nur zu hoffen, dass die Dame links da nicht gerade noch einen telefonischen Notruf aussendet, weil sie sich wirklich im Tarifdschungel verirrt hat. Also tatsächlich wissen die meisten von Ihnen, dass die Tariflandschaft in Deutschland sehr, sehr ausdifferenziert ist und ja, man gerade für Gelegenheitskundinnen und Kunden da so oft den Überblick verliert. Dabei haben aber die meisten von uns, wenn wir auf der nächsten Folie da weiterspringen, haben eigentlich schon die besten Voraussetzungen ja quasi in der Hosentasche. Also das Smartphone, das ist ja bei den meisten einfach immer dabei und das ist auch wirklich die Voraussetzung für Check-in-Be-out-Ticketing. Und wie funktioniert das konkret? Also Sie stehen konkret an der Haltestelle, in dem Fall in Wehren am Wehrenplatz.
Das GPS-System erkennt eben die entsprechende Haltestelle und dann bleibt Ihnen eigentlich nichts anderes zu tun, als einfach nur diesen grünen Button hier nach rechts zu wischen und sich somit einzuchecken. Sie können dann innerhalb des Gültigkeitsbereichs unterwegs sein, auch beliebig oft umsteigen. Bei einer Ticketkontrolle kann einfach dieser QR-Code hergezeigt werden. Und auch der Checkout, den können Sie entweder selbst durchführen oder das System erinnert Sie dann noch einmal daran. Auf der nächsten Folie sehen wir auch einen der charmanten Mehrwerte der App oder von Check-in-Be-out-Ticketing oder von Fertig in dem Fall, ist auch tatsächlich, dass man sich keine Sorgen mehr machen muss, was wirklich jetzt das günstigste Ticket ist. Also viele Personen wissen ja morgens noch gar nicht, ob ein Einzelticket günstiger ist oder vielleicht auch die Tageskarte. Und Fertig berechnet im Normalfall immer den Tagesbestpreis. Das heißt, es werden dann alle Fahrten, die pro Tag unternommen wurden, zusammengerechnet und dann maximal eben der Preis der Tageskarte verrechnet. Genau, dann können wir auch schon weitergehen. Was das Ganze nochmal auszeichnet, dass wir eben rein softwarebasiert arbeiten, also nicht abhängig sind von teuren und langsam umsetzbaren Einbauten, einerseits in den Fahrzeugen oder an den Haltestellen und wirklich nur auf die Ortungs- und Bewegungsmessungen im Smartphone des Kunden setzen. Und das ist natürlich auch für einen schnellen Rollout, für einen schnellen Projektstart natürlich noch sehr, sehr förderlich und macht das Ganze auch sehr agil und vermindert natürlich auch entsprechende Wartungskosten, die anfallen. Genau, vielleicht noch ein kurzer Überblick, wo die App schon überall vorhanden ist. Da haben wir auf der nächsten Folie schon eine Übersichtskarte. Da sehen Sie die aktuellen Fertigregionen, die Fertigpartnerschaften. Dabei ist es einerseits so, dass diese rote App, die ist wirklich flächendeckend, also beziehungsweise in den angezeigten roten Regionen können Sie mit einer einzigen App unterwegs sein, also sowohl in Flensburg als auch in Lörrach. In der Schweiz ist das sogar noch mal komfortabler, da ist eben tatsächlich schon das ganze Land eben mit Fertig abgedeckt. Und interessant ist ja auch, dass von den bestehenden Partnerschaften, dass wir da 10 haben, die den klassischen Tarif anwenden und 6, die noch mal den Luftlinientarif anwenden. Also da haben wir einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und hier diese blauen Punkte, das sind quasi Pilotprojekte wie im MVV oder in Berlin, wo es normalerweise so ist, dass es nur regional nutzbar ist und dass man sich sozusagen noch mit einem Zugangscode nochmal freischalten muss. Genau. Genau, und was so ein bisschen der Aufhänger auch für die Gespräche mit dem Herrn Büchler war, war dieser Zeitungsartikel hier, dass eben Bayern, also da zitiere ich jetzt den Herrn Büchler, eben noch ein oft ein lückenhafter Flickerlteppich ist, der sich eben noch durch keine klare Verbundlandschaft eben auszeichnet. Und da ist unser Ansatz auch ein bisschen auch gerade mit dem Luftlinientarif, dass das wirklich eine wunderbare Vorstufe auch sein kann für Verbundgründungen oder auch Erweiterungen. Also dass wir da wirklich beispielsweise eben mit dem Luftlinientarif auch sehr schnell an den Start gehen können. Genau. Und was diese Folie auch nochmal zeigt, ist, dass wirklich die letzten beiden Jahre, da werden Sie mir alle zustimmen, dass die letzten beiden Jahre natürlich sehr herausfordernde Zeiten für den ÖPNV waren, aber dass wir einfach merken, dass gerade dieser kontaktlose Ticketkanal sehr, sehr gut ankam und dass natürlich einerseits liegen die Zahlen natürlich auch an der wachsenden Anzahl an Regionen, die noch dazugekommen sind. Aber ich glaube, im Kern steht wirklich auch diese hohe Nutzerfreundlichkeit, die gerade auch für Gelegenheitsnutzer nochmal sehr attraktiv ist. Und aktuell haben wir eben über 54 Millionen produktive Reisen schon verzeichnet, die mit Fertig in allen Regionen umgesetzt wurden. Und was uns besonders freut, ist, dass es eben gerade für Neukundinnen und Neukunden wirklich nochmal ein Kanal ist, der wirklich die Leute in den ÖPNV bringt. Also da haben wir verschiedene Fallstudien, wo immer rauskommt, dass jeweils ein Drittel der Leute wirklich das nochmal als sehr starken Anreiz sehen, auch wirklich den ÖPNV nochmal öfter zu nutzen als vorher. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Mission, die uns hier alle, die wir hier sitzen, wahrscheinlich sehr stark eint.
Genau, und ich glaube, ein Schlüssel ist wirklich, dass wir sehr viele innovative Möglichkeiten zur Tarifgestaltung haben. Also die Luftlinie habe ich schon angesprochen, dass man da wirklich auch sehr schnell in die Umsetzung gehen kann, auch wenn noch nicht auf einem Verkehrsverbund, auch wenn da die Strukturen sozusagen noch nicht bestehen. Natürlich haben wir auch verschiedene Marketingmöglichkeiten, die die Frau Hock, jetzt ist gerade das Bild blau geworden. Also ich hoffe, Sie können noch was sehen. Ich sehe jetzt aktuell nur einen blauen Bildschirm. Genau, jetzt passt es wieder. Genau, also verschiedene Marketingaktionen, die wir umsetzen können. Da wird die Frau Hock gerade noch was aus der Praxis im Anschluss nochmal präsentieren. Und dieser Preisdeckel, den ich am Anfang schon vorgestellt habe, also wirklich maximal der Preis der Tageskarte, das können wir natürlich auch auf Wochen- oder Monatsbasis anbieten. Oder wir können natürlich auch tageszeitliche Preisgestaltungen anbieten, also beispielsweise so äquivalent zum 9-Uhr-Ticket, was viele von Ihnen kennen, also wirklich nochmal Personen auch außerhalb der Rush-Hour sozusagen da in den ÖPNV zu lenken. Und zum Thema Kostenbeteiligung, da will ich nur kurz das Thema B2B oder mitarbeitende Mobilität ansprechen. Da haben wir auch schon einige sehr spannende Kooperationen mit Unternehmen, die dann wirklich ihren Mitarbeitenden auch Mobilitätsbudgets schon zur Verfügung stellen. Also das ist auch mit der App sehr unkompliziert möglich. Genau, und jetzt noch ein paar ganz kurze konkrete Beispiele, auch aus Regionen, wo wir auch schon am Start sind. Das ist einerseits Freiburg, die sowohl den Luftlinientarif umgesetzt haben, aber auch eben diesen sogenannten Monatsdeckel. Also da ist wirklich für den Fahrgast gibt es da die Gewissheit, dass maximal dieser Preis der Regiokarte verrechnet wird, der bei 66 € liegt. Das heißt, es wird maximal eben dieser Betrag dann auch in Rechnung gestellt für den User. Und das zweite Beispiel, das kommt aus dem MVV. Da haben wir eine Maßnahme, um wirklich auch nochmal zu mehr Fahrten anzuregen. Also je mehr Fahrten in einem Monat zurückgelegt wurden, desto höher ist dann auch die Gutschrift für den Folgemonat. Also das ist auch nochmal besonders spannend, dass wir da versuchen, wirklich auch Anreize zu schaffen, wirklich nochmal zeitnah auch diesen Gutschein nochmal zu verwenden, um wirklich auch den ÖPNV nochmal stärker auszulasten und da Anreize zu schaffen, für User öfter unterwegs zu sein. Genau, was natürlich auch noch ein wichtiger Baustein ist, dass wir wirklich auch den Verkehrsunternehmen wirklich eine Übersicht auch bieten, welche Fahrten wurden denn angetreten, wie viele Registrierungen gab es, wie viel, wir nennen das aktive User, das sind Personen, die mindestens einmal im Monat gefahren sind. Also das ist dann eben auf der nächsten Folie nochmal auch illustriert. Genau, wo Sie dann wirklich auch Einblick kriegen, wie entwickelt sich denn auch das Verhalten, wie steht Ihre Region da? Und das ist, glaube ich, nochmal besonders spannend, wenn man gerade bedenkt, dass gerade die Verkehrsunternehmen ja oft sehr wenig Kenntnisse auch haben, beispielsweise was ihre Abokundinnen und Kunden angeht und dass das nochmal sehr viel Transparenz auch bringt. Ein anderes Tool, was wir jetzt auch gerade neu entwickelt haben, ist so eine Art Kurzumfrage. Also wenn Fahrgäste ihre Fahrt beenden, können wir da einfach eine kurze Umfrage nochmal aufschalten. Also beispielsweise zu Themen wie Sauberkeit oder auch dem Fahrstil, der Temperatur im Fahrzeug. Also da haben wir verschiedene Themenbereiche und da sind natürlich den Wünschen keine Grenzen gesetzt, solange es sich eben in dieses Format der Ja- oder Nein-Frage nochmal bringen lässt. Und ich glaube, abschließend nochmal, dass es eben wirklich nochmal ein wertvolles Angebot oder ja, dass die Daten wirklich nochmal eine super Grundlage sind, um eben auch wirklich das Angebot nochmal zu optimieren, wirklich mit sehr, sehr aktuellen Daten, da wirklich sehr datengetrieben auch nochmal an einer Verbesserung und Optimierung des Angebots nochmal mitzuwirken. Und an der Stelle würde ich jetzt auch normalerweise überschwenken zum Thema Marketing, aber eben da die Frau Hock ja in der Runde ist und unsere Marketing-Expertin ist, kann die natürlich gleich aus dem Würzburger Beispiel nochmal mit ein paar Praxisbeispielen nochmal das schön illustrieren. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank erstmal, liebe Frau Köfler. Ich habe noch eins vergessen in meiner Vorrede, trotz langem Gerede, und zwar ein Hinweis an unsere Zuhörenden, die das vielleicht noch nicht kennen, diese Plattform hier oder unser Verfahren bei unseren Webinaren. Sie sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, gern auch Kommentare, und die schreiben Sie bitte in die Fragebox. Sie sehen an der Seite so eine Fragebox, so eine kleine, und da können Sie Fragen eingeben, eben auch Kommentare.
hilfreich für uns ist, wenn Sie es nicht seitenlang schreiben, weil wir das nebenbei versuchen zu lesen, zu sortieren und dann auch mündlich einzubringen und dann jeweils den Gästen, den Referierenden vorzutragen mit der Bitte um Beantwortung. Genau. So, dann, das wollte ich noch kurz zwischengeschaltet haben. Und diese Frageneinbringung, das macht dann nachher meine Mitarbeiterin, die Anais Schuster-Brandis. Gut, bitteschön, Frau Hock. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch noch für die Einladung. Und ich grüße auch herzlich in die Runde bei schönstem Sommerwetter oder Frühsommerwetter. Sind wir hier gerade mit Sonnenschein und ich freue mich besonders, wer einfach jetzt dabei ist oder auch im Nachgang noch einmal sich mit dem Thema beschäftigt. Ja, sind meine Folien zu sehen? Ja. Ja, wunderbar. Also ich gebe Ihnen gerne jetzt mal eine kleine Einführung, wie wir das in Würzburg gemacht haben, welche Erfahrungen haben wir gesammelt mit einem Jahr, dass wir diese Fertig-App einsetzen und welche Praxistipps ich Ihnen auch mit an die Hand geben kann. Ich nehme Sie mit auf eine kleine Reise jetzt, Sie bei der Einführung noch mal ein paar Stichpunkte zu zeigen, aber dann natürlich auch, welches Marketing haben wir gemacht, was ist erfolgreich gewesen hier in Würzburg, wie konnten wir Kunden und Fahrgäste ansprechen und einfach noch einen Blick, so einen Schulterblick, gerade Sie sind ja oft auch in verantwortlicher Position, was gibt es für Tipps aus der Praxis? Ja, ich selber bin bei der Würzburger Straßenbahn. Das ist eine Tochter von der WVV, die eben hier in der Region Würzburg aktiv ist, wo eben auch Stadtwerke dazugehören, wo der Parkbereich dazugehört bei der WVV, auch ein Kraftwerk und wir im Mobilitätsbereich, wir kümmern uns eben um die Busse und Straßenbahnen ganz gezielt in der Stadt Würzburg. Und damit Sie hier mal eine Vorstellung haben, wie groß Würzburg ist, auch im Vergleich zu anderen Städten, wir haben fast 130.000 Einwohnerinnen und Einwohner, davon sind gut 30.000 Studierende. Und was Würzburg, vielleicht ja mit München können wir uns nicht ganz vergleichen, aber wir haben so viele Einpendler, wenn wir alle zusammenzählen, dass wir fast täglich so viele haben, mit den Schülern noch dazu gerechnet, wie Würzburg auch Einwohner hat. Also wir haben auch diese Einfallstraßen, wo natürlich die Leute dann im Stau stehen, wo der Bus dann auch im Stau steht. Und so war es uns dann einfach wichtig, so bei 30.000 Pendlerinnen, die in Würzburg tätig sind, täglich und 48.000 Einpendler, dass da wirklich so massiv auch ganz viel nach Würzburg fährt. Wir haben fast 1 Million Touristinnen und Touristen, 90.000 Arbeitnehmerinnen und da ist doch ein großes Potenzial auch, wo wir dann mit unseren 5 Straßenbahnlinien und 23 Buslinien doch übers Jahr gut 30 Millionen Fahrgäste mitnehmen. Das sind natürlich Zahlen aus dem Jahr 2019. Wir hatten natürlich auch den Einbruch von 30-40% die letzten Jahre. Und Fertig hat uns aber auch gut geholfen, einfach im letzten Jahr, dass wir da sehr flexibel immer wieder auch Menschen mitnehmen können, die sich jetzt dann nicht gleich für ein Abonnement entscheiden, sondern sagen, ah, ich nehme jetzt mal ein Ticket, wo ich einfach einen guten, fairen Tagespreis habe. Besonderheit ist auch, wir sind natürlich auch in einem Verbund mit integriert. Das ist der Verkehrsverbund Mainfranken. Da sind wir mit der größte Player. Die Fertig-App selber haben wir aber rein im Stadtgebiet Würzburg eingeführt. Sie sehen hier mal in der Übersicht, wir sind im März 2021 gestartet und wir haben gesagt, wir beginnen als Pilot, wo rein die WVV für das Stadtgebiet Würzburg und aus dem Landkreis hat das Kommunalunternehmen mitgemacht, wo 2 einzelne, ja, sagen wir, bevölkerungsreiche, starke Gemeinden mit integriert wurden. Tariflich ist es die Großwabe, das heißt eine Einheit, wo es auch nur einen Preis gibt. Und uns war es einfach wichtig, dass wir es sehr einfach, sehr clean, sehr überschaubar für die Menschen und für die Fahrgäste halten. Wir haben dann auch uns für die Fertig-App entschieden. Wir haben natürlich auch noch andere Lösungen angeschaut. Haben aber gesagt, da sind schon alle Bausteine da. Wir können das sehr schnell einführen.
damit wir für diesen Geltungsbereich, dass wir wirklich so das Kerngebiet nehmen, wo auch 60% vom Gesamtverkehr vom Verbund und gut 80 bis 90% vom Stadtgebiet abgedeckt sind. Und damit wir da natürlich auch der Politik gegenüber auch immer wieder argumentieren können, wir sind auf dem Weg, wir haben vielleicht jetzt noch nicht 100% vom Verbund abgedeckt, aber bei uns ist es wirklich so, wenn wir in die Landkreise rausfahren, wie vielleicht Main-Spessart, da ist oft nur Schülerverkehr und die Schüler haben natürlich ganz andere Mobilitätsbedürfnisse wie eben in Würzburg, wo Studierende sind, wo es Touristen gibt, wo man abends mal weggehen möchte. Beim Ticketangebot haben wir dann uns eben auch dafür entschieden, ganz wenige Fahrkarten mit aufzunehmen, also die Kurzstrecke, den Einzelfahrschein und die Tageskarte für Erwachsene und haben gesagt, der beste, der günstigste Tagespreis wird gedeckelt. Und innerhalb von diesem einen Jahr haben wir jetzt schon über 15.000 Registrierungen. Die aktiven Nutzer liegen rund bei 2.600 und auch das ist kontinuierlich gestiegen. Also wir merken jetzt, wo wieder mehr Veranstaltungen sind, wo auch jetzt schon wieder die Cafés geöffnet haben, die ersten Biergärten sind geöffnet, dass dann auch wieder der Anteil der aktiven Nutzer zunimmt. Und wie es eben sehr einfach funktioniert, hat Ihnen die Frau Köfler erklärt. Sie haben Ihr Handy und Sie können dann ganz einfach in die Straßenbahn einsteigen oder in den Bus. Wichtig ist vorher halt einfach den grünen Button mit Start zu drücken. Die Chancen, die wir einfach sehen, und auf der rechten Seite sehen Sie einfach auch mal ein paar Werbemedien, die wir eingesetzt haben, in den sozialen Medien, auf Plakaten, in den digitalen Medien. Für uns war es das erste digitale Ticketing in Würzburg. Ich glaube, es ist auch wichtig, immer wieder zu schauen, haben Sie schon in Ihren Städten oder Kommunen schon vielleicht Chipkarten oder vielleicht aus dem Fahrplan heraus einen Fahrkartenverkauf. Also daran orientiert sich natürlich immer das E-Ticketing. Und wir haben einfach eine Chance gesehen, es so einfach wie möglich zu machen und dass die Bedienung der App auch sehr einfach ist. Und wir haben wirklich kaum Kritik geerntet. Also deshalb schreiben wir auch, diese App begeistert die Würzburgerinnen und Würzburger. Und wir haben auch festgestellt, dass wir Zielgruppen erreichen, die sonst den Nahverkehr nicht genutzt hätten. Das Schöne ist eben, weil keine Tarifkenntnisse nötig sind und weil die Menschen nach wie vor auch sehr flexibel fahren können. Natürlich, dadurch, dass es eine modulare Softwarelösung ist, was fertig anbietet, konnten wir doch relativ schnell das Ganze einführen. Bei uns hat es rund 9 Monate gedauert. Das hat aber weniger an fertig gelegen, sondern wir hatten umfangreiche Maßnahmen, was den ganzen Datenschutz betroffen hat und bis der ganze Vertrag unter Dach und Fach war. Also das hatten wir uns auch einfacher vorgestellt. Wir haben das nachher auch alles gut hinbekommen, aber das hat uns dann doch noch mal einen gewissen Zeitverzug gegeben. Deshalb so die Herausforderungen, die uns auch bewusst waren, war einfach, es ist ein Pilotprojekt und wir sind sehr fokussiert gestartet. Natürlich gibt es dann auf den sozialen Medien und bei den Kundenservicestellen immer wieder, ja, warum gibt es nur in der Großwabe? Warum nur in Würzburg? Warum nicht in der Gemeinde A, B, C, die vielleicht 5, 6 Kilometer vom Zentrum weg liegt? Warum kann ich da nicht in die Stadt reinfahren? Oder dass wir auch keine tiefenintegrierte App hatten. Wir haben ja eine eigene App auch hier von der WVV, wo man vom Fahrplan über die Parkhausbelegung, über die Müllabfuhr alles findet. Und auch da haben wir gesagt, ja, es ist besser jetzt in einem Pilotprojekt noch mit einer extra App zu agieren. Und da muss ich sagen, da hatten wir auch keine Beschwerden oder keine negativen Rückmeldungen. Weil diejenigen, die die App nutzen, die sind da doch auch sehr mit dem Nahverkehr affin und möchten das auch erstmal wirklich nur wie so eine Art, ja, ihre Geldbörse oder wie ihr digitales Ticket in der Geldbörse, was man mitführt, fahren. Die waren jetzt nicht so interessiert an anderen Dienstleistungen.
Natürlich war für uns sehr spannend. Wir hatten überhaupt keine Erfahrung mit anderen digitalen Tickets. Und das bedeutet immer auch die internen Vertriebsprozesse. Also die Buchhaltung, die Revision. Wie geht man mit Kundenumfragen um und solche Dinge, dass man eben da alle dann auch entsprechend einbindet. Was man sich bei einer so Art dieser modulare Software auch bewusst sein darf, ist, dass der Kunde einen Vertrag, also das Ticket bei Fertig kauft. Also die Kundendaten, die ganzen Anmeldungen sind bei Fertig und nicht bei uns bei der WVV. Das heißt, wir direkt können Kunden nicht anschreiben, wir können die Daten nicht nutzen, aber wir haben dann natürlich Fertig als Partner, die dann wieder direkte Aktionen mit den Kunden auch in unserem Namen machen können. Und wir haben es in dem Jahr auch gemeinsam gemacht. Dadurch, dass es eben kein EU-Recht war, war eben bei uns dann das Thema Datenschutz noch immer ein Thema, weil Fertig hat den Hauptsitz in der Schweiz und da war eben der Mustervertrag nach Schweizer Recht. Und da sind halt die Juristen und die Datenschützer bei uns auch immer sehr darauf fokussiert, dass natürlich auch unser Recht entsprechend berücksichtigt ist. Mit welchem Marketing haben wir gestartet? Ganz am Anfang haben wir die Mitarbeiter eingebunden, so quasi als Vorstufe, als Preview, dass die erstmal das ausprobieren und wenn da noch Kleinigkeiten waren bei Rückfahrten, Rundfahrten, ob auch wirklich das Ticket richtig angezeigt wurde, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man das erste Mal das im kleinen Kreis macht, bevor man vielleicht den Shitstorm hat, weil man schon in die Öffentlichkeit gegangen ist. Wir haben dann einfach die ersten 50 Nutzer, haben eine Tageskarte bekommen und das war eine sehr feine Geschichte. Es besteht auch die Möglichkeit, Push-Nachrichten über die App zu schicken und das wurde auch sehr gut genutzt. Dann hatten wir auch eine enge Kooperation mit der Stadt Würzburg, also mit der Kommune, mit dem Rathaus von Würzburg, die auch als im letzten Jahr einfach die Öffnung wieder war, die Leute im Einzelhandel dann auch wieder mal einkaufen konnten, dass sie das gezielt gefördert haben. So unter dem Motto, wir sind alle wieder da. Und dann wurden doch über 300 Codes dann auch noch ausgegeben an interessierte Menschen. Und auch das ist mit dieser App dann möglich und wurde auch sehr, sehr gut genutzt. Also wir hatten innerhalb von ein paar Tagen war das Kontingent dann auch ausgeschöpft. Natürlich nutzen wir alle unsere Werbekanäle, ob das Print ist, ob das online ist, ob das eine Pressemitteilung ist. Sehr gut ist, sind auch immer Kooperationen natürlich über soziale Medien mit anderen starken Partnern. Und da ist eben der Kanal von der Stadt Würzburg bei uns sehr stark. Unser Vorteil war auch, und da war Fertig ab, also wirklich optimal dafür. Wir haben unser Busnetz verbessert in Würzburg. Und das heißt, wir haben 25% verbesserte Anbindungen gehabt in die Stadtteile, in den Abendstunden und am Wochenende. Und dann ist es natürlich sehr schön, wenn man auch werben kann, probieren Sie doch erst einmal dieses neue verbesserte Angebot aus. Und da haben wir mit Gewinnspielen, mit Stadtteilaktionen, wo dann Hauswurfsendungen waren und auch mit kontinuierlicher Werbung haben wir auch immer wieder Fertig mit ins Gespräch gebracht. Nach einem Jahr, das war jetzt im Februar, haben wir auch eine kleine Umfrage gemacht. Einfach um positive und negative Rückmeldungen auch von den Kunden in Zahlen, Daten, Fakten zu bekommen. Wir haben da eine Umfrage gemacht, die freiwillig war, haben das groß beworben in Würzburg und haben dadurch sowohl Nutzer als auch Nichtnutzer angesprochen. Und zu diesem Meinungsbild oder Zufriedenheitsstudie war uns dann auch noch wichtig, weil wir ja in dieser Pilotphase sind, welche Wünsche haben denn dann tatsächlich auch die Nutzerinnen und Nutzer? Wir haben fast die Tausender-Marke erreicht. Es waren 961 Menschen, die mitgemacht haben innerhalb von 4 Wochen. Wir hatten wirklich ein sehr gutes Gesamtergebnis, also wo wir wirklich uns auch gefreut haben, weil 80% gesagt haben, ja, ich finde Fertig gut, ich würde es weiterempfehlen und ich möchte auch, dass es die App weiterhin gibt. Und auch die Wünsche, die geäußert wurden, dass es weitere Tickets gibt. Also wenn ich mein Kind mitnehme, wenn ich einen anderen Menschen mitnehme, meinen Partner oder wenn ich ein Fahrrad mitnehme, einfach, dass ich das auch so bequem in der App buchen kann.
Es kam auch raus, dass in dieser kleinen Umfrage haben 58% gesagt, ja, ich denke, dass ich in Zukunft den Nahverkehr mehr nutzen werde wie vorher. Und 21% haben gesagt, ja, vielleicht. Für uns ist natürlich auch wichtig, wie verschieben sich die Vertriebskanäle. Weil als Verkehrsunternehmer, wir haben natürlich recht teure Fahrscheinautomaten, die es an jeder Haltestelle gibt. Wir brauchen Module, die bei jedem Busfahrer sind, dass er auch einen Ticketverkauf hat. Und da einfach auch zu sehen, gibt es Verschiebungen. Und das war natürlich sehr, sehr klar erkenntlich, dass es weg von diesen stationären Vertriebskanälen ist, eben mehr, was die Leute eben direkt dabei haben. Und deshalb wären meine Tipps, wenn Sie sich Gedanken machen, auch digitale Tickets einzuführen, dass es gut gelingt, wenn Sie das Thema ganzheitlich betrachten. Wenn Sie wirklich schauen, ist es eine Handy-Ticket-App, ist es aber vielleicht auch ein Online-Abo oder eine Chipkarte, welche bestehenden Vertriebskanäle haben Sie und wie können Sie das gut miteinander verknüpfen? Natürlich ist immer eine klare Projektstruktur wichtig und uns hat sehr gut geholfen, dass wir eine Projektleitung bei uns hatten und bei Fertig gab es auch eine Projektleitung, also so einen Brückenkopf. Und natürlich das richtige Projektteam dann auch zusammenzustellen, die dann auch zur richtigen Zeit zusammenkommen. Also aus dem kompletten Prozess, Kundenberatung, Buchhaltung, die juristischen Dienste, auch den Fahrscheinkontrolleur, die Pressestelle. Und auch im Vorfeld natürlich den Umgang klären, was ist mit Kundendaten, was geschieht mit Provisionen, auch die ganzen Provisionen, die man an die Bezahlungsdienstleister hat. Bei uns ist es jetzt PayPal und auch über die Kreditkarte, sodass wir zwei Zahlmöglichkeiten anbieten. Den Datenschutz natürlich gründlich prüfen und erstellen. Und deshalb da auch mein Tipp natürlich, genügend Zeit einplanen mit Zeitpuffern. Und natürlich wie immer ganz wichtig, dass es so eine treibende Kraft gibt. Also jemand, der sagt, ich will das und wir setzen es um. Vielleicht ist es noch nicht die 100-prozentige Lösung, aber man hat mal einen Wurf, wo man 80% der interessierten Menschen erreichen kann. Ja, deshalb sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg, wenn Sie selber überlegen, dieses Ticket einzuführen. Vielen herzlichen Dank, Frau Hock und Frau Köfler, für den sehr kompakten und in der Zeit auf die Minute so wie geplanten Einstieg und die beiden Inputs. So bleibt uns noch Zeit zu diskutieren und es sind tatsächlich auch einige Fragen eingetrudelt, also viele Fragen sogar eingetrudelt und auch sehr viele Fragen, die nicht schon in der Zwischenzeit auch beantwortet worden sind. Insofern haben wir uns erlaubt, auch ein paar zurückzustufen sozusagen, weil sie sich eigentlich erledigt haben. Vielen Dank aber trotzdem auch für diese Fragen. Bevor wir gleich einsteigen mit den Fragen, die reingekommen sind, wirklich sehr, sehr gute Fragen überwiegend, finde ich eine Frage von mir direkt an Frau Köfler von Fertig. Ich meine, es gibt ja viele verschiedene Unternehmen privater Art, die innovative Ticketing-Lösungen anbieten. Nicht nur Fertig. Wir machen ja hier auch keine Werbeveranstaltung, sondern schauen uns mal ein Beispiel an, eben in Würzburg, wie innovatives Ticketing funktionieren kann. Und ich selber bin auf Fertig aufmerksam geworden. Frau Hock hat das Stichwort Schweiz genannt, Schweizer Recht, weil ich kenne Fertig halt vom Bahnfahren in der Schweiz mit der SBB-App, also der staatlichen, von der öffentlichen Bahngesellschaft sozusagen, wo man hier mit Easy Ride einfach mit, wie heißt es hier, nach rechts ziehen, ja nicht swipe, sondern nach rechts ziehen und links ziehen, einfach sich die bestmögliche Fahrkarte ziehen kann. Daher kenne ich das. Und da steht er dabei, dass es Fertig ist. Und da dachte ich eigentlich immer, das ist was von der SBB. Dabei weiß ich jetzt, dass das ja ein Privatunternehmen ist. Wie kommt es ihr denn dazu, wenn ich das so salopp fragen darf, dass ihr in der ganzen Schweiz das Ticketing-Monopol quasi habt für den ÖV? Und das in der Schweiz, wo man meinen könnte, gerade die müssen es doch eigentlich selber können. Ja, also ich glaube, einerseits ist mal schon anzumerken, dass unser Geschäftsführer ja auch Wurzeln in der SBB hat, also auch sehr stark mit der Branche dort verknüpft ist und dass da natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen nochmal so ein bisschen anders sind als in Deutschland, also dass da auch wirklich gegenseitiger Vertrieb
erlaubt ist. Und ich glaube, das Spannende tariflich ist, dass wirklich in der Schweiz ja nochmal verschiedene Tarife eben nebeneinander gelegt werden. Also ob das jetzt die Seilbahn ist, Schifffahrt und so weiter, weil wir wirklich fast das gesamte Land mit Fertig abbilden und dann eben aus diesen sehr komplexen Tarifstrukturen sozusagen dann nochmal diesen Tagesbestpreis aneinander legen. Und das ist sicher auch ein Erfolgsrezept. Und eben nochmal auf diese Easy Rides App zurückzukommen. Wir haben ja einerseits diese rote Fertig-App, die schon vorher auch in der Karte sichtbar war. Und genau, diese sozusagen die flächenübergreifend nutzbar ist. Und dann haben wir in der Schweiz eben, wie schon angesprochen von Herrn Büchler, diese Tiefenintegration in dieser Easy Ride App, die dann natürlich noch andere Funktionalitäten hat, während die Fertig-App ja selber sehr, sehr schlank gehalten ist. Und quasi, dass die Schweiz jetzt flächendeckend erschlossen ist mit Fertig, das war auch aber ein stufenweiser Prozess. Wir haben da auch tatsächlich mit, glaube ich, 3 oder 4 Regionen angefangen und dann innerhalb relativ kurzer Zeit dann auch die ganze Schweiz erschlossen. Also das ist auch wirklich so ein Appell, wirklich auch pragmatisch zu starten und dann stufenweise eben wie auch im Fall Würzburg mit der Großwabe anzufangen und dann ja stufenweise ja, sich zu erweitern, sage ich mal. Alles klar, vielen Dank, habe ja was Neues gelernt. Gut, dann bin ich aber Start und übergebe an meine Mitarbeiterin, die liebe Anais, die sich einen Überblick über die eingegangenen Fragen verschafft hat und jetzt die Portionsweise ein bisschen geordnet einbringen wird. Wenn es was Landespolitisches dabei ist, dann würde ich mich vielleicht auch nochmal reinklinken, aber ansonsten mache ich mich jetzt stumm. Ja, hallo, schönen guten Abend auch von mir und vielen Dank für die interessanten Beiträge bisher. Ich würde mal starten mit einem Thema. Ich würde denken, das geht an die Frau Hock, wie nämlich sozusagen bestehende Ticketangebote grundsätzlich mit der App kombiniert werden. Also wie integriert man bestehende Abos, zum Beispiel eine Netzkarte oder eine Seniorenkarte? Oder wie funktioniert das, wenn mehrere Leute zusammenfahren? Genau, also wie ist das denn die Kombination zwischen aktuellen Angeboten und diesem neuen Rein- und Rausklick-Angebot? Also die Fertig-App grundsätzlich kann da ganz viel abbilden. Also da gibt es ja die Möglichkeit, auch Monatscapping zu machen. Ich glaube mittlerweile, Frau Köfler, sind Sie sogar, dass Sie ein Jahrescapping machen könnten, wenn Sie wollten. Noch nicht ganz, aber Sie sind dran. Aktuell ist es bei uns in Würzburg so, dass wir es wirklich wie so als Satellit auch gemacht haben, dass wir eben noch keine Mitfahrmöglichkeit extra angeboten haben, damit wir sehr schnell an den Start gehen konnten und dadurch erst einmal wirklich so die Basics haben. Und was dann Zug um Zug ausgebaut wird, da sind wir natürlich dann auch im Gespräch, werden es jetzt erstmal andere Verbundpartner sein oder erweitert man erst einmal das Ticketing-Angebot, lässt man das bei dem Tagesdeckel sozusagen oder geht man auch in größere, weitere zeitliche Schritte? Also wir haben da erstmal wirklich den Lückenschluss gehabt, wo unser größter Schuh gedrückt hat und das war eben bei diesen digitalen Einzeltickets, weil eben gerade durch die Touristen und durch die Leute, die einfach nur ab und zu in die Stadt fahren, die halt mal einkaufen wollen oder auf den Weihnachtsmarkt oder mal auf ein Weinfest gehen, also auch so der Würzburger selber, der will jetzt nicht sein Auto verkaufen und dann nur noch Nahverkehr fahren, sondern der will halt einfach, wenn er mal was getrunken hat oder die Parkhäuser eh voll sind, eine gute Alternative haben. Also deshalb sind es für uns Zukunftsthemen, was wir da erweitern. Aktuell war davon nichts dabei. Ja, vielen Dank. Dann würde ich mal zur nächsten Fragengruppe übergehen. Das ist so ein bisschen die Frage, wie ist das denn an Verbundgrenzen? Wie funktioniert das? Und wie geht es über diesen Bereich hinaus? Also ob die App zum Beispiel auch verkehrsverbundübergreifend genutzt werden kann, ob das das in Deutschland schon mal gibt als Beispiel. Und eben dann auch die konkrete Frage, wie berechnet man das oder wie funktioniert das in Zukunft, wenn man vom VGN in den WVV fahren will, zwischen den Verkehrsverbünden wechseln will. Und genau, dann eben diese Frage nach der Gültigkeit der App. Wenn man jetzt außerhalb des Geltungsbereichs zum Beispiel fährt, das ist so ein bisschen Verbundfrage,
Eventuell möchtest du da auch selber was dazu sagen, Markus? Vielleicht fange ich schon mal an. Eben, also tatsächlich ist es so, dass der Fahrgast auch eine Push-Nachricht erhält, wenn er sich wirklich der Verbundgrenze nähert. Also weil tatsächlich liegt es in der Verantwortung des Fahrgastes, wirklich da auch innerhalb des Gültigkeitsbereichs zu fahren, was natürlich auch mit sich bringt, dass der Gültigkeitsbereich auch ziemlich klar kommuniziert werden sollte. Also wenn es dann heißt, mit Ausnahme von Buslinie 123, Tarifwabe XY, das wird dann schwierig in der Kundenkommunikation. Also je klarer das und transparenter das für den Kunden, die Kundin ist, desto besser natürlich. Und in der Schweiz kann man tatsächlich schon verbundübergreifend fahren. Und in Deutschland ist das ja auch ein Thema, was sozusagen mit der Kontext NRW, da sind wir ja auch im ganzen Bundesland, sowohl mit dieser Fertigrot-App, mit dieser klassischen Fertig-App, als auch über eine Tiefenintegration sind wir auch in NRW nutzbar. Und im Kontext Tico BW, also in Baden-Württemberg, zeichnet sich dann ja auch dieses Landes-, also bundeslandübergreifende Fahren ab, wo wir sozusagen eben aus diesen Projekten natürlich sehr viele wertvolle Erfahrungen generieren und das ja in einzelnen Bundesländern tatsächlich schon möglich ist, da wirklich auch eben durch das ganze Bundesland und auch über die Verbundgrenzen zu fahren. Ja, und ergänzen vielleicht, wie der Verkehrsverbund Mainfranken und der VGN, das ist ja der Nürnberger Verbund, wie die da im Gespräch sind. Aktuell ist es ja so, dass wir in Würzburg die WVV eben die App haben und der nächste Schritt wäre erst einmal überhaupt es im Verkehrsverbund Mainfranken einzuführen. Und der Verkehrsverbund Mainfranken, der will sich jetzt auch noch mehr Richtung quasi die thüringische Landgrenze demnächst auch erweitern, also das Schweinfurt, Rhön-Grabfeld, Bad Kissingen, also diese Bereiche dazukommen. Da gibt es auch schon Projektgruppen, die sich mit E-Ticketing beschäftigen. Und ich kann mir vorstellen, dass man erst einmal diesen Schritt dann macht und dann auch auf andere Verbünde zugeht. Wir haben ja aktuell in Aschaffenburg auch, das ist auch in der Nähe ja von Würzburg, da gibt es auch die Fertig-App. Und natürlich, wenn ich Fertig-App-Kunde bin, sowohl in Aschaffenburg als auch in Würzburg, dann könnte ich ja auch dann in Aschaffenburg mein Ticket dann dort bezahlen, wenn ich schon einmal in Würzburg registriert bin. Also das ist schon einmal auf jeden Fall ein Vorteil. Oder wenn wir mit unserer App nach Berlin fahren würden, könnten wir, sind wir auch schon registriert. Oder wenn wir eben in die Schweiz fahren, das ist ein Vorteil. Aber diesen wirklichen direkten Übergang, da sind einfach sehr viele Voraussetzungen auch, was dann natürlich politischer, finanzierungstechnischer Struktur sind. Da sind wir auch immer abhängig dann von den kommunalen Aufgabenträgern. Ganz genau. Dann möchte ich auch tatsächlich noch mich reingrätschen und noch etwas Landespolitisches dazu sagen. Aus unserer grünen Sicht, aus unserer Sicht fehlt es da in Bayern himmelweit, weil wir eben genau diese Dinge, die Sie, Frau Hock, gerade geschildert haben, nämlich die Ausweitung der Verbünde, in Ihrem Fall an die Thüringer Grenze und so weiter, also flächendeckende bayernweite Verkehrsverbünde ja gar nicht haben. Das heißt, wenn man ein System über den Verbundraum, über einen bestimmten Verbundraum hinaus ausgehen möchte, müsste man, egal welcher Anbieter, mit jedem Verkehrsunternehmen inklusive Bahn einzelne Verträge abschließen und dann auch die Einnahmen entsprechend verrechnen und zuschreiben. Da wird es irre kompliziert. Dafür haben Länder, die beim ÖPNV einen einigermaßen zivilisierten Standard haben, flächendeckende Verkehrsverbünde und die verrechnen das dann halt. Das ist die Instanz dafür. In Bayern haben wir das aber nicht. Und ich habe gerade eben vorher erwähnt, dass heute die 50-Jahr-Feier vom MVV war, den ich in hohem Maße schätze, nicht nur, weil ich hier wohne, sondern weil ich denke, dass der sehr gut organisiert ist. Nichts gegen VGN, der ist auch sehr gut organisiert. Aber halt die weiten Teile Bayerns, wo wir quasi nichts haben, außer eben ein paar Unternehmerverbünde, was ja nicht wirklich zielführend ist, haben wir die Situation, dass wir ein ÖPNV-Diaspora haben und einen Wildwuchs an Tarifen und an Angeboten einzelner Unternehmen. Und da braucht es, da fehlt es an der Basis, da fehlt es auch am Angebot. Und wie Sie, Frau Hock, auch vorher erwähnt haben, nach außen ist teilweise nur SchülerInnenverkehr. Ja, die SchülerInnen brauchen jetzt kein digitales Ticketing, weil die fahren eh frei, zumindest bis zu einem bestimmten Alter. Das ist nicht der Punkt. Wir brauchen erst einmal ein Angebot auf der Straße. Wir haben nicht einmal das. Und bei der Feier, eben bei der 50-Jahr-Feier,
Vorhin war auch der bayerische Staatsminister Christian Bernreiter, der neue, haben ja schon wieder einen neuen Verkehrsminister, Christian Bernreiter, da. Und der hat dann, nein, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, das war nicht der Minister, das war der Vertreter des Ministeriums, der das gesagt hat. Haben wir versprochen. Vertreter des Ministeriums hat dann gesagt, dass es mit den flächendeckenden Verkehrsverbünden schon ganz nett wäre, aber dass man da schon noch so 7 bis 10 Jahre brauchen könnten. Noch 7 bis 10 Jahre, bis wir den Stand haben, den andere Bundesländer seit 10, 20 Jahren haben, um dann anfangen können, sowas aufzubauen, wie das, was wir in der Schweiz schon längst haben und in Österreich. Also das kann es nicht sein. Entschuldigung, das musste ich jetzt loswerden. Also da brauchen wir mehr Tempo und mehr Engagement. Und da sieht man, dass Privatunternehmen halt einfach schneller sind, obwohl mein Herz auch immer eher für Angebote der öffentlichen Hand und für Eigenentwicklungen schlägt. Ja, vielen Dank. Ich würde noch mal eine Gruppe von Fragen so zusammenfassen, wo es darum geht, was macht man denn, entweder wenn man kein Handy hat oder wenn es technische Probleme gibt. Das heißt, würde diese Art der Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs erfordern, dass man auf jeden Fall ein Smartphone hat, beziehungsweise was macht man, wenn man keins hat? Gibt es da eine Möglichkeit? Und dann, was ist dann eben, man das irgendwie mal ein technisches Problem ist und man dann ist man dann offiziell Schwarzfahrer. Genau. Und ja, also wie geht man mit so technischen Fragen um? Genau, also kann mit ich Fragen, genau. Letzte noch dazu, Entschuldigung, weil ich das gerade noch sehe. Erfahrung bei Fahrscheinkontrollen mit Fertig im Vergleich zu herkömmlichen Tickets. Ist die Funktion der Geräte da stabil genug? Das hängt ja damit zusammen mit dieser Kontrolle. Genau, die Fragen. Genau, vielleicht nochmal zur Altersstruktur. Da haben wir tatsächlich, unser Durchschnittsalter liegt bei 46 Jahren. Also würde ich auch behaupten, dass es erstaunlich hoch ist. Und wir haben sogar auch mal eine sehr amüsante Kundinnenrückmeldung bekommen, wo dann jemand geschrieben hat, der 95-jährige Nachbar hat es ihm empfohlen. Und ich würde auch mal behaupten, dass es auch für ältere, vielleicht auch motorisch eingeschränkte Personen einfacher ist, wirklich so ein Handy nach rechts zu wischen, als wirklich so einen Fahrkartenautomaten zu bedienen. Da ist vielleicht die Registrierung noch das Anspruchsvollste. Aber nichtsdestotrotz wird es immer auch, sage ich mal, vielleicht die andere 95-jährige Oma geben, die halt auch wirklich kein Smartphone hat, sich auch keins zulegen wird. Also es braucht natürlich definitiv mehrere Vertriebskanäle. Nur wie die Frau Hock vorher angesprochen hat, haben natürlich auch Fahrkarten, Automaten, die sind wartungsintensiv und so weiter. Und ich denke, es wird sich natürlich sukzessive zugunsten des digitalen Vertriebsweges verschieben. Man darf natürlich bestimmte Nutzergruppen nicht vernachlässigen, aber wir merken doch, dass es mittlerweile die Smartphone-Durchdringung in der Gesellschaft wirklich sehr, sehr hoch ist. Was nochmal diese technische Frage angeht, also was wirklich sehr wichtig ist, dass man tatsächlich auch für den Check-in da wirklich gut, also dass das korrekt erfasst ist. Am Beispiel Schweiz können Sie sich vielleicht auch denken, dass wir da auch anspruchsvolle Topografie mitunter haben, dass da auch viele Tunnel es gibt und so weiter. Also dass da auch zwischenzeitlich oft nicht alles wirklich die Fahrt ganz, ganz akkurat erfasst wird, dass es da auch mal Funklöcher gibt. Aber das Wesentliche ist, dass sozusagen wirklich der Start- und Endpunkt korrekt erfasst sind. Und dann kann das System, das ist dann wirklich intelligent genug, da auch entsprechend den korrekten Preis auch zu verrechnen. Und genau, und wenn es Fehler in der Abrechnung geben sollte, das kommt natürlich in Einzelfällen auch mal vor, da kann man sich dann auch immer an den Kundendienst wenden und da kann das System dann nochmal überprüft werden. Aber genau, das ist, genau, und würde ich mal sagen, viele Personen, die dann, wo der Akku dann vielleicht ausgeht, würde ich auch sagen, dass heute in den Bussen, Straßenbahnen ja oft auch schon Anschlüsse sind, aber es liegt tatsächlich dann auch in der Verantwortung des Fahrgasts, dass eben der Akku noch geladen ist und so weiter. Ja, also aus der Praxis war mir jetzt nichts bekannt, dass es Schwarzfahrer gab, die dann behauptet haben, ja, ich habe keinen Strom mehr oder so, weil
Die Deutsche Bahn schreibt ja auch, sorgen Sie dafür, dass Sie einen WLAN oder einen Internetanschluss haben, der ausreichend ist, damit Sie Ihr Ticket vorzeigen können. Und das war natürlich wieder unser Vorteil, dass wir den Piloten in Würzburg machen, wo wir einfach eine hohe Verfügbarkeit haben. Das ist eben schon anders wieder, wenn ich raus in die Landkreise gehe und da eben kein gutes Internet habe und dann vielleicht das Ganze stockt. Und dadurch, dass unsere Kontrolleure in den Fahrzeugen, die können QR-Codes sehen. Es ist auch so, da bewegt sich ja auch was in der App. Also ich sehe, dass es nicht nur ein Foto ist, wo jemand gemacht hat und sagt, ja, hier ist mein QR-Code, sondern da bewegt sich auch was in der App, damit es ein aktiver Fahrschein ist. Also damit war die Kontrolle, wenn die auch beim Fahrer vorne einsteigen, wir haben ja teilweise auch den kontrollierten Vordereinstieg, wird es genannt, ist es auch für denjenigen sichtbar. Und alle, die kein Smartphone haben, für die hat sich nichts geändert. Also es gibt, wir haben keinen einzigen Fahrscheinautomat aktuell abgebaut. Wir haben alle anderen Vertriebswege noch, die können aus dem gesamten Sortiment auswählen. Es ist natürlich so, der halt nicht digital unterwegs ist, überlegt sich halt dann vorher, kaufe ich jetzt eine Tageskarte? Und wir bewerben ja auch, dass schon ab der zweiten Fahrt bei uns eine Tageskarte günstiger ist, wenn ich Einzelfahrscheine nehme. Und wenn jemand eben in Würzburg ist und da auch wohnt, dann weiß er auch, ah, es gibt eine Mehrfahrtenkarte oder so. Ja, dann kaufe ich halt die, bevor ich jetzt eine Tageskarte nehme. Also der ohne Handy kann genauso gut noch mitfahren, aber er überlegt halt vorher, was ist für mich die passende Karte. Und dadurch, dass Würzburg eine Preisstufe ist, dann kennen das auch die Leute, die öfter fahren. Aber gerade die, die sich wenig mit beschäftigen und die haben ihr Handy dabei, für die ist das natürlich einfacher. Ja, vielen Dank soweit. Ich würde jetzt zum Schluss vielleicht noch mal drei verschiedene Fragen stellen, die ein bisschen verschiedene Themen befassen. Und das eine ist, wie sieht es aus mit der Einnahmeverteilung aus unterschiedlichen Tarifen über Verbundgrenzen hinaus und mit teilweise den verschiedenen Unternehmen und eigenwirtschaftlichen Unternehmen? Und ich würde da auch anschließend eine Frage, die noch kam, wie sieht es denn aus mit der Integration von Rufbussen? Gibt es hierzu schon Erfahrungswerte? Also wie werden auch sozusagen verschiedene Angebote und verschiedene Unternehmen da integriert? Das wäre die erste Frage. Dann eine zweite Frage. Muss ich mal gerade ganz kurz mich konzentrieren, genau. Wenn man jetzt in die Zukunft denkt und sagt, es gibt eine bundesweit einheitliche Verfügbarkeit dieser Tarifangebote, wie sieht das denn aus mit dem Datenschutz? Das heißt, müssen ja Positionsdaten und Bewegungsprofile zentral auch übertragen werden, wahrscheinlich an ein Drittunternehmen. Und wie gehen wir in Zukunft damit um? Das ist die zweite Frage. Und dann eine ganz aktuelle Frage zu dem 9 für 90 Ticket. Wie kann man das denn umsetzen, dieses 9-Euro-Ticket oder ähnliche in Zukunft eventuell? Wie kann man das denn in so eine App integrieren? Also diese drei verschiedenen Fragen ist sich die melden, die dazu gleiche Ideen hatten. Also ich kann da sehr ganz kurz antworten, dass wir eben noch keine Rufbusse jetzt in der Stadt in den Piloten dabei hatten und auch dieses Verbundübergreifende, das war jetzt einfach noch nicht unser Thema. Deshalb würde ich da gern so Richtung Dr. Büchler oder das 9-Euro-Ticket, da macht sich ja fertig auch gerade Gedanken, wie man das abbilden kann, dass wir darauf eingehen. Weil ich glaube, das andere braucht noch sehr viele übergreifende Gespräche auch, wie das dann funktionieren kann. Und die eigenwirtschaftlichen Unternehmen, also es ist so, dass diese Fahrkarten, die verkauft werden über die App, das sind die ganz normalen Tickets, die es im Verkehrsverbund gibt und die fließen zu 100% in den Einnahmetopf des Verbundes, also des Verkehrsverbundes. Und wenn natürlich der Verkehrsverbund dann mit einem anderen Verbund was vereinbart hat, dann kann das sein, dass da gewisse Dinge ausgeglichen werden. Ja, aber es geht zu 100%, also der Verkehrsverbund bekommt 100% der Tickets, egal ob ich es am Automaten, beim Busfahrer oder eben in der Fertig-App kaufe.
Genau, also zur Einnahmeaufteilung, da eben nutzen wir tatsächlich eben die vorhandenen Schlüssel, die schon bestehen und eben zwischen den verschiedenen Verbünden und Unternehmen eben lässt sich eben mit den genauen Daten der Fahrten unterscheiden. Also dass wir im Zweifelsfall, glaube ich, schon nochmal eine ziemliche Transparenz auch nochmal reinbringen, die dann vielleicht auch nochmal ja, neue Möglichkeiten der Einnahmeaufteilung auch bieten kann. Aber wie gesagt, wir können da einfach auch die bestehenden Schlüssel anwenden. Genau, und das 9-Euro-Ticket, das ist tatsächlich auch für uns genau, aber eben anonymisierte Daten, das ist nochmal ganz wichtig. Genau, mit dem 9-Euro-Ticket, das ist in der Tat, sind wir auch sehr beschäftigt gerade, weil wir natürlich in erster Linie auch wirklich sicherstellen wollen, dass die Fertignutzer eben nicht mehr als diese 9 Euro bezahlen. Und da ist natürlich diese bundesweite ja, Gültigkeit noch eine Herausforderung, aber wir sind da, wie gesagt, gerade sehr aktiv, da irgendwie ja für unsere bestehenden Partner da gute Lösungen anzubieten. Genau. Und ich glaube, das andere war nochmal dieses Thema Datenschutz. Also da ist tatsächlich eben der Grundsatz, dass wir wirklich nur die Daten erheben, die auch wirklich zur Erbringung der Leistung erforderlich sind. Also dass wir wirklich diese Bewegungsdaten tatsächlich brauchen, um halt die Reise korrekt abzubilden. Aber das sind dann wirklich diese anonymisierten Daten, die dann nur sozusagen Rückschlüsse erlauben, wenn das wirklich um Reklamationen für den Kundendienst und so weiter geht und die wir auch wirklich nur so lange aufhalten, wie das gesetzlich vorgeschrieben ist. Und vielleicht eben nochmal abschließend zum Datenschutz. Also da wir jetzt wirklich mit den 16 Regionen in Deutschland auch sehr gut zusammenarbeiten, glaube ich, das zeigt ja einfach, dass wir auch Datenschutz natürlich absolut datenschutzkonform sind. Sonst wären wir in den Regionen auch nicht an den Start gegangen und genau, dass wir da, dass das auch wirklich eine große Leitlinie von uns ist, genau. Gut, vielen Dank. Ja, da würde ich auch mal auf den Schweizer Standard vielleicht noch verweisen, ohne dass ich jetzt das Wort für fertig sprechen will. Aber ich glaube, da gibt es ja auch recht hohe Datenschutzstandards, wenn ich richtig informiert bin. Ich bin aber wirklich kein Datenschutzexperte. Auf jeden Fall klingt Schweiz in meinen Ohren schon mal nicht schlecht in dieser Hinsicht und in vielen anderer Hinsicht auch. Ja, also vielen Dank. Das so vielleicht zu den 9 für 90 noch, weil Frau Hoxie den Ball auch zu mir rübergespielt haben, will ich ihn jetzt nicht unkommentiert da liegen lassen. Ich glaube, dass sich eine ganze Armada an Leuten derzeit bundesweit beschäftigt damit, wie man dieses 9 für 90 in die jeweiligen Tarifsysteme hineinbekommt. Und am blödesten aus der Wäsche schaut letztendlich der ländliche Raum in Bayern, wenn ich das auch noch einmal in diese Kerbe schlagen darf. Weil wenn ich jetzt auf dem Land in Bayern mobil sein möchte, profitiere ich von dem 9 für 90 halt kaum. Denn ein Bus, der nicht fährt, der nutzt mir auch nichts, wenn er billiger wird. Und wenn wir in weiten Bereichen halt einfach nur den Schülerverkehr haben, wo einige Busunternehmen zwar einigermaßen deutlich verdienen damit, aber halt nicht einen durch die zuständigen Aufgabenträger, also die Landkreise und kreisfreien Städte bestellten, anständigen, nach Nahverkehrsplan, nach Standards entwickelten ÖPNV, ja, dann schauen die, können die Bürgerinnen und Bürger leider nicht davon profitieren. Und ich schätze mal, dass er dieser Nachteil auch dazu führt, dass die Staatsregierung jetzt gar so wild auf das 9 für 90-Ticket einschimpft. Da kommt eine Pressemitteilung nach der anderen daher, wo sie sagen, der Bund muss dies und der Bund muss das. Ich sehe in dem 9 für 90 eine große Chance, gerade jetzt nach Corona die zurückgegangenen Fahrgastzahlen wieder zu steigern und Fahrgäste wieder zurückzulocken in den ÖPNV, es wieder veränderte Verhaltensgewohnheiten wieder pro ÖPNV wieder umzugewöhnen, sozusagen ein Anreizsystem. Und da sollten wir volle Kanne drauf setzen und schauen, dass unsere durchaus teuren Busse und Bahnen jetzt auch wieder voll werden und sich wieder besser rentieren. Und was die Bayern anbetrifft, also gerade im ländlichen Raum, ist gerade auch dieser Hinweis mit dem 9 für 90 aus Berlin einfach nochmal ein Fingerzeig. Ein weiterer, dass es wir nicht umhin kommen, einen anständigen ÖPNV auch endlich in Bayern, auch auf dem Land aufzubauen. Gut, insofern, das wäre mein Ausblick noch nach vorne. Apropos Blick nach vorne, ich möchte alle Anwesenden, es sind eh noch fast alle da, was mich sehr freut, und zeugt dafür, dass für die hohe Qualität Ihrer Beiträge und Ihrer Fragebeantwortungen. Ich möchte noch hinweisen auf unser letztes Webinar, das wir jetzt in unserer Reihe vor der Sommerpause noch haben werden. Und das wird sich auch mit Digitalisierung beschäftigen. Nämlich haben wir zu Gast von den Stadtwerken München Frau Sinaida Cordes. Und sie wird über das Thema Digitalisierungschancen im öffentlichen Verkehr sprechen. Und zwar jetzt nicht nur für München. Sie wird, wie gesagt, erst von den Stadtwerken München, sondern das, was die Stadtwerke München machen, quasi einmal als Labor betrachtend, was
ganz Bayern für Chancen in der Digitalisierung im öffentlichen Verkehr haben wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und das Ganze wird am 10. Mai sein. Und jetzt habe ich blöderweise die Uhrzeit wieder nicht nachgeschaut, aber man muss sich ja sowieso anmelden. Insofern müssen Sie und Ihr eh auf meine Website oder auf die Website der Landtagsfraktion der Grünen schauen. Ich glaube, 18 Uhr ist es. Genau, Anais nickt ganz heftig. Vielen Dank, Anais. 18 Uhr am 10. Mai, Sinaida Gordes, Stadtwerke München, Digitalisierung. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn viele von Ihnen und von euch wieder dabei sein werden. So, somit sind wir am Ende unseres heutigen Webinars angekommen, pünktlich um 7. Vielen Dank an Anais für die Vorbereitung des Webinars und die Durchführung und die Unterstützung mit den Fragen. Es ist gar nicht so einfach, die vielen Fragen gleichzeitig zu lesen, zu sortieren und einzubringen. Vielen Dank dafür. Danke an alle Teilnehmenden, die sich zugeschaltet haben, und der ganz besondere Dank natürlich an Sie beide, Frau Hock, Frau Köfler, für den super kompakten, guten, leicht verständlichen Überblick und die Beantwortung aller Fragen. Da hoffe ich, dass wir uns bald einmal auch wieder beziehungsweise erstmals live sehen, persönlich sehen werden. Vielen Dank, einen schönen Abend an Sie alle und hoffentlich bis zum nächsten Mal.